Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Reaktionen auf unsere Schwangerschaft. Das heißt, wie haben Familie und Freunde reagiert und wie haben wir es eigentlich erzählt? Das wurde super, super oft gefragt und dementsprechend dachte ich, ich mache mal wieder ein extra Video dazu und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich würde sagen, wir starten mit den vier wichtigsten Personen und zwar unsere Eltern, das heißt die werdenden Großeltern. Ja, die ersten waren Felix' Eltern tatsächlich diesmal. Vorher, also bei Lia, waren es meine Eltern und jetzt waren es die Eltern von Felix, also meinem Freund. Ja, wir haben hier einen richtig süßen Pullover anfertigen lassen und zwar sieht der so aus, der ist jetzt total dreckig, weil ich ihn gerade aus der Wäsche gerupft habe. Genau, da steht große Schwester Lia drauf, das ist so drauf geplottet und den habe ich eben direkt mit dem positiven Test anfertigen lassen, um meinen Schwiegereltern das dann so zu übermitteln, sage ich mal. Den Shop, wo ich den Pullover bestellt habe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und genau. Wie haben wir es dann mit dem Pullover gesagt? Also ich habe den Pullover Lia angezogen und darüber ihren Schneeanzug. Und das war dann so geplant, dass Felix' Eltern die Kleine eben ausziehen, wenn wir dort ankommen. So, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe die Kleine extra nicht direkt vor der Haustür ausgezogen. Das mache ich eigentlich immer, wenn wir reingehen, ziehe ich sie eigentlich direkt aus. Das habe ich diesmal nicht gemacht und deswegen haben Felix' Eltern das automatisch gemacht, dass, als wenn die es irgendwie gewusst hätten. Aber die haben das auf jeden Fall automatisch gemacht. Und die Mutter von Felix hat auch einige Male etwas zum Pullover gesagt. Die hat gesagt, oh, ist der neu, der ist aber schick. Aber sie haben es einfach nicht verstanden. Und so lief Lia dann bestimmt 2 Stunden mit diesem Pullover durch die komplette Wohnung und die haben auch ganz viel mit ihr gespielt und das war einfach richtig, richtig offensichtlich, aber niemand hat es so wirklich verstanden. So, und dann hat Felix irgendwann gesagt, ja, wir müssen, glaube ich, irgendwie mal was sagen. Und dann hat Felix mal gesagt, ja, guck mal auf Lias Pullover, guck mal, was Lia anhat. Aber das hat auch nichts gebracht. Und dann habe ich irgendwann auch nochmal gesagt, ja, er ist ein schicker Pullover, oder? Der ist ganz neu. Und dann irgendwann hat Felix gesagt, komm, dann hol einfach deinen Mutterpass und dann hauen wir es einfach raus, weil, ja, bringt ja irgendwie nichts, wenn wir da jetzt so die große Welle draus machen. Und ja, dann waren wir alle im Wohnzimmer und Lia hat gerade mit Oma und Opa gespielt und dann bin ich einfach mit Lia kurz raus, weil meine Tasche auf dem Flur stand, habe dann den Mutterpass geholt und habe Lia das Ultraschallbild in die Hand gedrückt. Und dann ist Lia dann direkt zu Oma gegangen und hat es ihr gezeigt. Und dann hat Felix Mutter gefragt, ob es ein Bild von Lia noch ist. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie gefragt, ob es ein Bild von einem neuen Baby ist. Und dann habe ich gesagt, ja. Und stand ich noch in der Tür und sie saßen eben alle auf dem Sofa, Felix auch, Felix' Papa auch. Und dann waren alle erstmal still, also es war irgendwie so, huch, okay, das kam mir noch irgendwie ganz plötzlich für die. Und dann haben sie sich aber irgendwie alle gefreut. Also dann hat Felix' Mutter ganz viele Fragen gestellt, wie weit wir sind und wie es mir geht und ja, wie wir es erfahren haben und alles. Also sie hat super, super viele Fragen gestellt und dann haben wir ganz, ganz viel mit ihr gequatscht. Felix' Vater ist dann währenddessen in den Keller gegangen und hat Bücher für Lia geholt, weil Lia die ganze Zeit beschäftigt werden wollte und wir hatten kein Spielzeug dabei. Und deswegen hat Felix' Papa dann Bücher geholt aus Felix' Kindheit noch. So, und dann war er kurz weg. Und in der Zeit haben wir dann mit Felix' Mutter gequatscht und Felix dann auch mit dabei und so. Und dann hat Felix' Mutter auch ganz viel von sich noch erzählt, wie das damals mit den Kindern war und so. Und es war ganz schön. Und dann kam Felix' Vater wieder und hat dann mit Lia mit den Büchern gespielt und hat dann zwischendrin auch sich dem Gespräch beteiligt und auch herzlichen Glückwunsch gesagt und so. Und Felix' Mutter hat mich dann auch noch umarmt.
und alles. Also ja, rundum eine richtig tolle Reaktion. Also ich habe das sowieso geahnt, dass es toll wird, weil sie bei Lia auch dafür, dass es wirklich sehr spontan war und sehr früh, da haben sie einfach gut reagiert und ja, deswegen war ich eigentlich total überrascht. Also eigentlich nicht überrascht, sondern ich wusste von Anfang an, okay, das werden die gut machen und die sind so Feuer und Flamme für Lia und die würden alles für sie tun, die lieben sie einfach so doll und genau, den zweiten Zwerg werden sie auch genauso lieben, das weiß ich und dementsprechend war für mich von Anfang an klar, dass sie sich richtig freuen werden und ich bin natürlich froh, dass es dann auch so gekommen ist. So, die nächsten sind dann meine Eltern natürlich. Meine Eltern haben wir es einen Tag später gesagt. Und genau, das war gar nicht so einfach. Ich kann dir mal erzählen, weil ein paar Tage vorher war ich dann das erste Mal beim Frauenarzt und wir wollten halt eben unbedingt auf den Frauenarzttermin warten, bevor wir es allen erzählen. Und ein paar Tage vorher war ich beim Frauenarzt und einige wissen ja vielleicht, wenn wir aus unserer Wohnung raus wollen, hier nach draußen, müssen wir erstmal durch die Wohnung meiner Eltern. Und dann habe ich mich auch fertig gemacht für den Frauenarzt, bin mit Lia runter und meine Eltern waren dann noch da und haben dann natürlich gefragt, wo ich hin möchte, was ich vorhabe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss zum Arzt wegen meiner Schilddrüse, weil die wussten, dass ich was mit der Schilddrüse habe und deswegen ja, war das eine ganz gute Ausrede. Und das haben die auch einfach so hingenommen. Und dann an dem Tag, wo wir es erzählt haben, habe ich dann, also war Lia gerade unten und ich habe dann, bin dann nochmal hoch und habe Felix geholt und habe gesagt, komm, wir erzählen das jetzt. Und dann habe ich meinen Mutterpass auch wieder genommen. Und Felix hatte so einen Pullover an mit so einer Bauchtasche und haben wir den da reingesteckt. Und dann ja, standen wir da in der Küche, meine Eltern haben gerade gefrühstückt. Und das war nämlich ein Sonntag. Und dann hat Lia da ja auch so ein bisschen rumgespielt und auch ein bisschen mitgegessen. Und ich saß dann da auf der Bank. Da bin ich aufgestanden und Felix stand hinter mir und habe ich mich umgedreht und habe so an seiner Tasche so halt den Mutterpass rausgeholt und habe den auf den Tisch gelegt und gesagt, ich war nicht beim Arzt wegen meiner Schilddrüse und meine Mutter, du bist schwanger. Schon als ich mich umgedreht habe, meinte sie, du bist schwanger. Und dann habe ich den Mutterpass hingelegt und gesagt, ich war nicht beim Arzt wegen meiner Schilddrüse, ich war beim Frauenarzt. Und dann, mein Bruder saß links neben mir, du bist schwanger, was, du bist schwanger? Und der hat sich mega gefreut, also der ist völlig aus dem Häuschen, der ist völlig aufgesprungen und hat gesagt, du bist schwanger, was, du bist schwanger? Also der ist auch voll hin und weg, wenn es ein Junge wird, sagt er immer wieder. genau, er mag ja keine Mädels, aber er ist auch noch ein bisschen jünger, also das ist völlig in Ordnung. Genau. Und mein Papa hat dann auch direkt gesagt, herzlichen Glückwunsch und das ist sehr schön. Und dann habe ich gesagt, ja, das kommt im August, genauso wie du, Papa, weil mein Papa hat im August Geburtstag. Und da war er total begeistert, das habe ich gar nicht erwartet, aber das hat mich so glücklich gemacht, weil, ja, vielleicht wissen das einige noch, bei Lia hat er eben nicht so schön reagiert, einfach weil es für ihn zu früh war und er hätte lieber einen anderen Plan für mich gehabt. Und jetzt sagt er mir aber auch seit Monaten immer wieder, dass er so stolz auf mich ist, dass ich das hier alles mit Instagram und alles so mache und mein eigenes Geld verdiene und so selbstständig bin. Und genau, deswegen hat sich seine Meinung dazu komplett geändert und deswegen war ich auch einfach so überrascht, dass er so positiv reagiert hat. Jetzt kommt die Sonne gerade raus. Auch schön. Genau, also er ist mega, mega happy gewesen und hat sich total gefreut, dass das Baby eben dann wahrscheinlich im selben Monat wie er Geburtstag hat. Und ja, er ist ja auch ein totaler Fan von Lia. Also Lia und Opa sind ein Herz und eine Seele, das ist unglaublich. Und jeden Morgen steht die Kleine auf und sagt das Erste, meistens das Erste, was sie sagt, ist Opa. Und möchte dann eigentlich immer direkt runter zu ihm. Und dann schauen wir immer aus dem Fenster, ob Opas Auto noch da ist. Und wenn Opas Auto da ist, gehen wir auch meistens runter dann, damit sie ihn einmal sieht. Also sie ist ein absoluter Fan und Opa genauso, also ein Herz und eine Seele von Anfang an gewesen. Und genau, ich glaube, deswegen hat er sich auch so gefreut auf sein nächstes Enkelkind, was halt auch bei ihm sozusagen wohnt, weil die anderen Enkelkinder sieht er sehr, sehr selten. Ja, vielleicht 2-3 Mal im Jahr und dementsprechend ist er halt so glücklich, dass er ein Enkelkind hat, was wirklich direkt bei ihm wohnt. Und genau, deswegen hat er sich wirklich sehr, sehr gefreut. Und meine Mutter, ja,
Es war schwierig, also ich glaube, sie hat das so ein bisschen wegignoriert. Ja, weil sie hat halt direkt am Anfang gesagt, du bist schwanger. Und dann, genau, dann hat sie noch gesagt, während ich mit meinem Papa gequatscht habe, aber ihr wolltet doch gar nicht so früh. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich wollten wir einen etwas größeren Abstand, aber der Wunsch war halt jetzt früher da. Und mehr hat sie, glaube ich, gar nicht gesagt. Weil ich habe aber auch so viel mit meinem Papa gequatscht, vielleicht kam sie nicht dazu oder so, aber ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie das so ein bisschen wegignorieren wollte. Ja, und dann geht's weiter mit meinen zwei Herzmenschen. Und zwar Marlies und meine große Schwester Dani. Marlies, wisst ihr, ist auch schwanger gerade. Sie entbindet aber jeden Moment. Und ja, ist fast am Ziel angekommen, sagen wir mal. Und die beiden waren tatsächlich die zweiten, die es erfahren haben. Also der erste war Felix natürlich. Und die zweiten waren dann eben die zwei Mäuse. Und das sind ja wirklich meine absoluten Herzmenschis, ne? Also ich bin so glücklich, dass ich die zwei habe. Und die haben mich halt auch auf dem Weg begleitet, bis ich schwanger werde. Und wir haben ganz viel geschrieben, weil die beiden wussten halt auch, die wissen halt alles über mich. Und natürlich wussten die auch, dass der Wunsch einfach sehr stark und schon etwas länger bei mir war. Und genau, dementsprechend haben sie sich mega gefreut, als ich ihnen die Nachricht überbracht habe. Ich habe den beiden das per WhatsApp erzählt, weil ich einfach nicht länger warten konnte. Weil die einfach so mitgefiebert haben und dementsprechend, ja, musste ich es ihnen einfach erzählen. Eigentlich, deswegen habe ich es auch 2 Tage, glaube ich, für mich behalten können, wollte ich es denen persönlich sagen. Aber wir wohnen 1 Stunde voneinander entfernt und bis man dann da wieder ist, ja, das dauert einfach so lange. Man sieht sich ja auch nicht so oft. Und dementsprechend habe ich es dann per WhatsApp erzählt, aber einfach ein Foto vom Schwangerschaftstest geschickt und die beiden sind völlig ausgeflippt. Also die haben Sprachnachrichten gemacht, wo sie geschrien haben, herzlichen Glückwunsch und wie schön und wir freuen uns so auf das Baby und ja, richtig, richtig toll. Also die haben sich mega gefreut und jetzt auch, als wir uns das erste Mal danach wieder gesehen haben, sind die mir auch beide in den Arm gefallen und haben auch herzlichen Glückwunsch gesagt und der Freund von meiner Schwester auch. Und ja, also ganz, ganz toll. Natürlich, das war auch zu erwarten. Die beiden sind einfach, wie gesagt, wir sind einfach so, ne? Wir sind mega verbunden. Und da war die positive Reaktion eigentlich natürlich klar. Aber natürlich habe ich mich mega gefreut, dass ja, ich auch in der Zeit jetzt, wo ich das auf Instagram nicht sagen konnte, einfach alles mit denen teilen konnte. Weil Felix, ja, interessiert es nicht so. Also bei ihm, also bei Männern glaube ich allgemein, ist es erst so, die verstehen das mit dem Schwangersein erst, wenn die, wenn der Bauch da ist und wenn sie die Tritte sehen können oder spüren können. Und vorher haben sie ja von diesem ganzen Schwangersein und so überhaupt nichts am Hut und jetzt darf er auch nicht mit zum Frauenarzt. Und ja, irgendwie ist es für ihn, ja, die Freundin hat ein bisschen Übelkeit und ein paar Unterleibsschmerzen, aber ja. Also wisst ihr, was ich meine? Das will ich nicht schlecht runterreden oder so, sondern es ist halt einfach so, dass die Männer davon noch nicht so viel mitkriegen am Anfang. Und dementsprechend ist alles, was ich ihm erzählt habe, dann immer so, okay, ja, okay. Und meine beiden Schwestern wissen halt, die waren halt selber schwanger oder sind schwanger. Und ich habe halt alles erzählt, ne? Was ich eigentlich auf Instagram erzählt hätte, habe ich ihnen alles meinen Schwestern erzählt und es war einfach so schön, dann jemanden zu haben, den man voll labern kann die ganze Zeit, weil das ist am Anfang auch einfach so wichtig, weil man hat so viel im Kopf und man wird jetzt wieder Mama und ach, das ist so krass und deswegen, ja, brauche ich da auf jeden Fall einen zum Quatschen und deswegen sind meine zwei Schwestern da echt Gold wert. Ja, die nächste war dann meine Freundin, also eine gute Freundin. Ihr habe ich das auch per WhatsApp erzählt. Einfach weil ich nicht wollte, dass sie es per Instagram oder so erfährt. Und genau, ich habe ihr einfach per WhatsApp geschrieben. Sie hat auch einen kleinen Sohn und der ist fast genauso alt wie Lia. Und damals waren wir also gleichzeitig schwanger und deswegen daher haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, ich habe ihr das auch per WhatsApp geschrieben und sie hat sich auch mega gefreut, weil sie hat auch vieles von dieser Kinderwunschzeit mitgekriegt von mir und ja, deswegen hat sie sich auch mega gefreut und wir haben ganz viel geschrieben darüber. Und meiner anderen guten Freundin habe ich es auch erzählt, aber per Instagram,
weil wir da sehr, sehr viel schreiben, immer weil sie antwortet immer auf meine Stories und so. Und deswegen habe ich ihr das dann da auch erzählt und sie hat sich auch mega gefreut und ja, weiß einfach ganz genau, ich bin einfach so eine Mama, ich viele Kinder und so und deswegen, genau, hat sie sich auch mega gefreut. Und auch als Geschwisterchen für Lia ist einfach richtig, richtig schön. Und dann die letzten waren jetzt, glaube ich, meine zwei besten Freunde aus der Schule noch. Wir haben durch Corona fast gar keinen Kontakt mehr und die beiden machen auch gerade Studium und alles, also sie haben einfach wenig Zeit. Und ich habe aber trotzdem gesagt, von mir aus, ich möchte es denen sagen, einfach weil sie mich bei Lias Schwangerschaft begleitet haben und ich möchte nicht, dass sie es durch Instagram oder so erfahren, weil ich finde, das gehört sich nicht, auch wenn man wenig Kontakt hat, aber es sind einfach gute Freunde von mir und dementsprechend habe ich dann das auch per Facebook da geschrieben, weil ich die Nummer nicht mehr hatte durch meinen Handywechsel. Und dann, genau, habe ich sie einfach bei Facebook angeschrieben und habe ihr das auch gesagt, habe ihr auch gesagt, wir haben zwar wenig Kontakt, aber ich möchte nicht, dass du das per WhatsApp, Instagram erfährst oder so. Und die haben sich auch sehr, sehr gefreut. Es ist schwierig, weil die beiden halt einfach eine komplett andere Lebensweise haben. Also die beiden sind halt so, dass sie Uni, ne, und all sowas und ich bin halt eher, okay, ich bin Mama. Und dementsprechend, ja, ist die Reaktion gut gewesen. Natürlich haben sie sich gefreut, aber sie selber können sich das nicht vorstellen. So, ich glaube, so habe ich das ganz gut übermittelt. Trotzdem war die Freude groß und genau. Aber wegen Corona, wie gesagt, ist ein Treffen gerade schwierig und die haben auch beide bald eine Prüfung wegen der Uni. So, jetzt habe ich ganz vergessen, dass Felix das ja noch Lias Uroma und auch Lias Großtante erzählt hat. Denn, genau, da war ich nicht dabei, weil wir wegen Corona einfach gedacht haben, dass wir da jetzt nicht nochmal hin müssen. Und Felix die sowieso jeden Tag auf Arbeit sieht und dementsprechend dachten wir dann, dass Felix das alleine macht. So. Und genau, da hat Felix mir das grob erzählt, wie das war. Und zwar hat er sich einfach ins Büro gerufen und dann hat er so ein bisschen Späße gemacht vorher. Aber das kennen die von ihm und deswegen sind die damit auch sehr locker umgegangen. Er hat zum Beispiel am Anfang gesagt, ich muss euch was sagen, ich bin gegen dein Auto gefahren. Und ja, dann haben die da halt so ein bisschen rumgespaßt und irgendwann hat er dann gesagt, Lia wird große Schwester. Und dann haben sie sich auch sehr, sehr gefreut und ich finde es auch so schön für Lias Uroma, weil sie, ja, sie ist natürlich auch schon ein bisschen älter und ich bin einfach froh, wenn sie so viele Enkel wie möglich noch kennenlernt, beziehungsweise Urenkel ja schon. Und deswegen, ja, hat sie sich, glaube ich, auch sehr gefreut. Wie gesagt, ich war nicht dabei, aber Felix hat gesagt, die haben sich sehr gefreut und ja, dass sie einfach auch noch einen Urenkel kennenlernen kann. Ja, und im Groben und Ganzen waren das eigentlich auch alle Reaktionen. Natürlich auf Instagram waren die Reaktionen bombastisch. Also es war unglaublich krass, wie viele Glückwünsche ich kriege, auch jetzt noch fast eine Woche später. Es ist einfach unglaublich, wie sehr ihr euch freut für uns. Das freut mich riesig, weil ich einfach auch so glücklich bin im Moment. Ich glaube, ihr merkt, dass ich bin ja nur am Grinsen und ja, ich freue mich einfach, dass ich es euch endlich sagen kann und offen mit euch darüber sprechen kann und euch jetzt auch ganz viele Videos drehen kann und so. Und was ich auch nicht gedacht hätte, dass es nur 2, 3 schlechte Kommentare gibt. Das war bei Lia ja komplett anders. Ist auch okay. Ich habe das auch so abgehakt. Ich habe das verarbeitet. Aber jetzt kamen wirklich nur 2, 3 böse Kommentare, schlechte Kommentare und der Rest war durchweg positiv. So, jetzt war es das aber auch mit den Reaktionen. Die Live-Reaktion von mir und Felix, ich habe nämlich da ein bisschen mitgefilmt, würde ich euch gerne ein extra Video zusammenschneiden, weil ich finde, das passt hier nicht so rein. Und genau. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn ihr unsere Live-Reaktion sehen wollt. Dann würde ich das, wie gesagt, nochmal zusammenschneiden und euch doch hochladen. Und sonst wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!